Derby-Dienstag in der DEL. Aus Berlin sind die Eisbären nach Wolfsburg gereist. Beide Teams starteten mit Siegen und Dustin Strahlmeier will, dass es so bleibt. Auf der gegenüberliegenden Seite ein besonderer Abend für den 19 Jahre alten Tobi Anschitschka. Der macht sein erstes DEL-Spiel. Die Grizzlies Wolfsburg in der Anfangsphase die bessere Mannschaft mit Max Goertz und der ersten hochkarätigen Gelegenheit. Zwei Treffer hat er gemacht an Spieltag 1 und heute hat er den nächsten auf dem Schläger. Allerdings Antichka souverän zwischen den Pfosten. Wir gehen in die 13. Minute. Nochmal die Grizzlies. Diesmal Festerling auf dem Weg. Hungerecker startet durch. Und wieder ist die Scheibe sichere Beute des jungen Goalies aus der Hauptstadt. Hier sehen wir nochmal den Antritt von Festerling. Hungerecker, dem rutscht die Scheibe über die Kelle. Deshalb kann er nicht direkt abziehen. Trotzdem, Anschitschka mit einem guten Move ist da, wo er sein muss. Kurz vor Ende, dann die beste Gelegenheit aus den ersten 20 Minuten von den Eisbären. Chris Foucault vor dem gegnerischen Kasten. Strahlmeier souverän, locker und leicht fängt er die Scheibe weg. Sängerli, Fiori, dann Foucault. Das war das erste Drittel, in dem die Grizzlies, die Gastgeber, die bessere Mannschaft waren. Deshalb konnte der Cheftrainer Pat Cortina auch beim Blick auf die Statistik eigentlich ganz zufrieden sein mit dem, was seine Jungs da auf den Weg gebracht haben. Drittel 2. Es beginnt die Aluminiumphase der Partie. Nummer 1, Chris Foucault. So, da verlieren die Grizzlies den Zweikampf. Dann kommt die Scheibe zu Rengerli und dann Foucault vor dem Kasten. Hier sehen wir es auch noch mal, wie eng das war. Brugisa macht Druck. Tja, und dann ist der Puck eben nicht drin. Nächste Möglichkeit. Wissmann mit dem Schuss. Auch da macht's mächtig Lärm, aber es jubelt keiner. Und was die Eisbären können, tja, das können die Grizzlies eben auch. Aber auch noch einmal das Team der Gäste. Und das im Powerplay. Nächster Versuch. Wieder nur das Metall. Es bleibt beim 0-0. Trotz guter Gelegenheiten auch nach den zweiten 20 Minuten. Und wieder studiert Pat Cortina das iPad. Wir gehen in den Schlussabschnitt. Da geht's auf und ab, hoch und runter. Und die nächste Chance gibt's für Hungerecker vor dem gegnerischen Kasten. Aber wieder ist Anschitschka da. Die Null steht. Das gilt auch nach diesem Angriff. Föderl, super, genau der Rebound auf den Schläger von Matt White. Das kannst du fast nicht besser spielen. Ja, eben bis auf den Abschluss. Denn der läuft nicht perfekt. Föderl mit ganz viel Speed. White ohne Gegenspieler. Aber er hat den Schläger nicht da, wo er sein muss. Serge Aubin und Pat Cortina, nach einer starken Overtime müssen sie die Penaltyschützen auswählen. Järvinen eröffnet für die Grizzlies und trifft. Erster Treffer, erste Runde und ein gutes Gefühl. Die Berliner treffen da nicht. Pfohl eröffnet auch die zweite für die Grizzlies und auch der trifft. Und jubelt. Ja, und der Letzte, der dann ran muss, ist Nöbels. Trifft er, geht's weiter. Trifft er nicht, ist das Spiel vorbei. Dustin Strahlmeier hält den Sieg für seine Grizzlies und damit auch den Zusatzpunkt in seinen Händen fest. Oh, ich glaube, da muss man ein großes Lob an die Mannschaft sagen. Jetzt mal ein paar Leute im zweiten Drittel sich verletzt gehabt auch. Und ja, glaube ich, im zweiten Drittel war Berlin sehr stark oder dominant. Und ja, wir haben es irgendwie verteidigt bekommen. Und ja, beide Seiten, glaube ich, einfach ein gutes Spiel gezeigt, auch defensiv. Ja, guten Torwart auf der anderen Seite auch gehabt, gute Chancen vereitelt und ein paar Alleingänge. Strahli hat einen überragenden Job gemacht, aber naja, beide Mannschaften haben sehr defensiv gespielt und wenig Chancen zugelassen. Und ja, am Ende war das Glück natürlich auf der Wolfsburger Seite. Über 60 Minuten gesehen hatten die Eisbären die besseren Chancen. Und Bären starten Goalie. Wolfsburg aber holt sich dank Dustin Strahlmeier und zweier verwandelter Penaltys den Zusatzpunkt. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.